Erstmal hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Die Deutsche Bahn kennen wir alle und leider ist sie nicht immer pünktlich. In diesem Jahr findet von dem 14. Dezember auf den 15. Dezember der Fahrplanwechsel statt. Auch wenn man diese erst in ein paar Tagen buchen kann, gibt es jetzt schon ein paar Leaks, welche neuen Verbindungen es ab Dezember geben soll. Bitte beachtet unbedingt, dass alle Angaben ohne Gewähr sind und dass sich die Verbindungen natürlich noch ändern können. Bestes Beispiel, vor gut einem Jahr präsentierte ich euch ebenfalls neue Verbindungen. Da gab es dann einen ICE mit der Zugnummer 778 verkehrten von Karlsruhe nach Frankfurt. Anfangs, als der Fahrplan rauskam, hieß es, dass er nach Mannheim oder Neuedding-Friedrichsfeld fährt. Allerdings kann ich euch jetzt hier ein Foto auch einblenden, dass dieser nicht in Neuedding-Friedrichsfeld hält. Daher kann es also auch immer noch danach zu Fahrplanabweichungen kommen. Bitte beachtet auch, das, was ich jetzt sage, habe ich im Internet so gefunden und wenn es sich halt ändert oder dann doch nicht stimmt, dann tut es mir leid. Aber nun würde ich mal sagen, starten wir mit dem Video. Die bekannteste geleakte ICE-Direktverbindung ist auf jeden Fall der ICE von Berlin über Frankfurt am Main Süd, Karlsruhe sowie Straßburg nach Paris Est. Ob es noch weitere Zwischenhalte gibt, wie zum Beispiel Halle, Erfurt oder Mannheim, ist mir derzeit nicht bekannt. Zum Einsatz auf der Strecke zwischen Berlin und Paris Est kommt die Baureihe 407 zum Einsatz. Tickets für die zweite Klasse gibt es ab 59,99 und für die erste Klasse ab 69,99. Der Zug verbindet einmal täglich die Städte Paris mit Berlin und wieder zurück. Die Abfahrtszeit in Berlin ist um 11.54 Uhr. Paris Est erreicht der Zug 8 Stunden und 1 Minute später, also um 19.55 Uhr. Der Gegenzug, der also in Paris startet, startet am Morgen um 9.55 Uhr in Paris Est und erreicht Berlin um 18.03 Uhr. Somit sind die beiden Hauptstrecke nun vereint. Das war nun der Zug, der bis jetzt am meisten durch Social Media und durch Nachrichten durchging. Natürlich gibt es noch ein paar andere Verbindungen, zu denen ich jetzt komme, allerdings gibt es da nicht allzu viel Informationen. Kommen wir zu einem weiteren Zug, der von Deutschland nun ins Ausland fährt, eine ebenfalls neue Direktverbindung. Ebenfalls soll es eine neue Direktverbindung geben von Stuttgart über den Frankfurter Flughafen sowie Köln nach Amsterdam Zentral. Gefahren soll dann dort mit der Baureihe 408. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wann Abfahrtszeit in Stuttgart oder in Amsterdam ist, ob der Zug einmal fährt oder ob er täglich verkehrt bzw. in welchem Takt er verkehrt. Das weiß ich allerdings nicht. Allerdings, was ich weiß, diese Verbindung wurde sogar schon vor ein paar Monaten geleakt bei der Bahn und nun habe ich sie nochmal im Internet bei einer Zeitung gefunden. Hier der Bericht dazu. Kommen wir zu einer neuen Verbindung, die ebenfalls eine neue Direktverbindung herstellt. Naja, neu ist nicht ganz neu, denn es handelt sich hierbei um einen ICE, der zwischen Saarbrücken und Berlin verkehrt. Gemeint sind hier nicht die Züge, der morgens in Saarbrücken startet und nachmittags in Berlin. Nein, es handelt sich um einen zusätzlichen ICE zwischen den beiden Städten. Wie schon erwähnt, handelt es sich hierbei um eine neue Direktverbindung. Und zwar soll der ICE am Morgen um 7.57 Uhr am Berliner Hauptbahnhof abfahren und soll um 14.40 Uhr in Saarbrücken ankommen. Zwischenhalte des Zuges sind Frankfurt, Darmstadt, Mannheim, Neustadt an der Weinstraße, Kaiserslautern, Homburg und am Zielbahnhof in Saarbrücken. Zwischen Frankfurt und Berlin verkehren beide Züge ohne Halt. In die Gegenrichtung startet der Zug gegen 13.30 Uhr und verkehrt wie auf dem gleichen Weg wie auf dem Hinweg zurück nach Berlin, ebenfalls zwischen Frankfurt und Berlin ohne Halt. Baureihentechnik habe ich keine Ahnung, was auf diesem Umlauf verkehren soll. Wenn ihr genau aufgepasst habt, brauchen Sie dafür mehr als einen Zug. Es wird trotzdem, denke ich mal, die gleiche Baureihe sein. Ich gehe mal davon aus, am sinnvollsten wäre auf jeden Fall der ICE1 in kurzer Variante. Aber auch ein ICE4 in siebenteiliger Variante würde Sinn ergeben. Was ich mir auch eventuell vorstellen könnte, wäre ein Zug der Baureihe 403, auch bekannt als ICE3. Aber auch nur, weil in Saarbrücken planmäßig auch ICE3 fährt, damit man die Umläufe einfach tauschen kann. Wir müssen es abwarten, welche Baureihen es sind. Und hier seht ihr noch die Nachricht, die ich halt gesehen habe.
Ab 15. Dezember gilt dann der neue Fahrplan und ab dem 16. Oktober kann man diese neuen Fahrten im Navigator buchen. Es gibt noch ein Gerücht, aber das glaube ich nicht. Ich möchte es aber trotzdem erwähnt haben. Dazu habe ich jetzt auch gerade nichts hier, weil das schon auch schon länger her ist. Und zwar gibt es das Gerücht, dass der Intercity 2012-2013 von Dortmund aus dann weiter nach Leipzig fahren soll, wieder so wie früher. Also es das heißt von Leipzig über Dortmund nach Oberstdorf. Mal schauen, ob es stimmt. Ich glaube aber eher nicht. Damit wäre ich am Ende mit diesem Video. Gerne könnt ihr doch in die Kommentare schreiben, welche neue Direktverbindung eure Lieblingsdirektverbindung ist von den drei. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen bei diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Folgt mir gerne auch auf diesen Plattformen, die gerade eingeblendet sind. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.